Ich bin total geflasht. Also es ist Wahnsinn, was das für... Also das kann man nicht mehr Theater, das ist kein Film, das ist... Also sowas habe ich noch gar nicht gesehen, finde ich absolut genial. Ich bin total überwältigt und man stellt sich wirklich die Frage, was machen wir alles kaputt? Also ich bin so berührt und fast ein bisschen traurig, wenn man sieht, wie manche Kontinente ausgebeutet werden und es ist einfach so tiefgängig und es regt wirklich zum Nachdenken an und es ist eine großartige schauspielerische Leistung und auch was die ganze Ensemble da auf die Beine gestellt hat. Ja, das ist ganz, ganz großes Theater gewesen, wie es in Ingolstadt noch nie zu sehen war. Also das ist einfach phänomenal, was in Ingolstadt möglich ist. Toll. Ich kenne natürlich die Oper von Humperdinck und ich war schon gespannt, wie sie dieses Abendlied umsetzen werden. Und das hat mich jetzt besonders berührt, sowohl positiv als auch negativ. Die Kulisse, ne, die Slums, der Müll, für die wir ja als Erste Welt verantwortlich sind. Ja, tief beeindruckt, sowas noch nie erlebt, auch in dieser Kombination. Die Thematik kenne ich, aber die Umsetzung unglaublich. Also ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Kino oder Real dabei. Also großartige Idee. Man geht betroffen raus. Ja, sehr betroffen. Also in der Pause war ich betroffen, habe gesagt, fast eine Zumutung. Aber jetzt am Ende des Stückes hat sich das für mich sehr abgerundet. Ist etwas kulinarischer nach der Pause, nicht mehr ganz so ganz ernst. Es war nicht mehr so ganz bedrückend wie im ersten Teil, genau. Aber eben für mich dann ein sehr runder Abschluss. Und es hat sich dann etwas im Lockeren aufgelöst. Vielleicht auch ein bisschen Hoffnung für die Welt. Mir hat es super gut gefallen. Der Aufbau war, glaube ich, sehr enorm, der hier betrieben wurde. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Stück. Hat mir sehr gut geht es um die Haut? Absolut. Thematisch und die ganzen Eindrücke, die man aus Indien bekommen hat, wirklich sehr, sehr toll. Ja, eine sehr beeindruckende Kombination aus Bühnenstück und filmischer Darstellung. Wirklich sehr, sehr gelungen. Am Anfang fand ich, war das doch sehr überraschend, diese Komposition aus beiden Produktionen. Aber am Schluss hat es wunderbar gepasst. Mit musikalischen Elementen auf sehr hohem Niveau. Das war rundum gelungen. Everything was very fine and very beautiful and very nice. Okay. Und Sie? Ich kann es auch nur unterstreichen. Ich meine, es hat der Applaus ja schon gezeigt, dass es wirklich das Ingolstädter Publikum das genossen hat heute. Und ich meine, Herr Weber hat es auch verdient. Er hat sich ja wirklich viele Mühe gemacht, seine ganzen Schauspieler nach Mumbai zu fliegen und um dort mit ihnen diesen Monsun zu erreden. Das war ein tolles Stück. Ich finde, es war zukunftsweisend, wenn man sich überlegt, es war die Fortsetzung eines Brechtschen Theaterstücks, nicht wahr? Mit der Kombination von Film und Musik. Kann man sagen, Drei-Groschen-Oper war früher, jetzt haben wir Hunger und Gier. Jetzt haben wir Hunger und Gier. Ja. Genau.